Hallo zusammen, mein Name ist Chris und ich bin 19 Jahre alt. Was glaubt ihr, mache ich von Beruf? Ich bin ein Wissenschaftler. Ihr glaubt mir nicht? Na dann hört euch meine Geschichte an und seht selbst. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn das ist eine unglaubliche Geschichte. Ich lebte in einer Kleinstadt an der Küste. Das Leben aller Menschen dort drehte sich um den Ozean. Sie arbeiteten am Hafen, angelten, studierten Meereslebewesen. Es gab sogar eine örtliche Legende über ein Seeungeheuer, das angeblich in diesen Gewässern lebte. Natürlich war das völliger Unsinn. Aber die Anwohner haben mehrere Male etwas im Ozean gesehen. Manchmal sahen sie mysteriöse Lichter, dann mal eine seltsame Form über dem Wasser. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand im 21. Jahrhundert solche Märchen glauben konnte. Ich war viel interessierter an der Wissenschaft. Ich liebte die Unterwasserwelt und wollte der Erkundung des Ozeans mein Leben widmen. Deswegen bin ich auf eine Fachhochschule gegangen und habe Teilzeit in einem örtlichen Aquarium nach dem Unterricht gearbeitet. Mein Freund Dan sagte, ich würde mein Leben für die falschen Dinge verschwenden. Er glaubte, es wäre besser, wenn ich meine Zeit mit Freunden und Partys verbringen würde. Aber ich bevorzugte die Gesellschaft von Fischen und die Stille der Wissenschaftszentren. Ja, ihr habt wahrscheinlich schon erkannt, dass ich Menschen viel weniger mochte. Ich glaubte, dass sie nur den Planeten verschmutzten und allem Leben darauf den Tod brachten. Deshalb wurde ich zur Umweltaktivistin, um den schädlichen Einfluss von Menschen auf unserem Zuhause, die Erde, zu reduzieren. Eines Tages wurde ein babyweißer Hai in das Aquarium gebracht, in dem ich Teilzeit arbeitete. Es war so schutzlos. Ich habe ihn Willi genannt und mich um ihn gekümmert. Doch mit der Zeit bemerkte ich, dass es ihm immer schlechter ging. Er bewegte sich kaum und hatte keinen Appetit. Ich las viel über Haie und habe gelernt, dass der weiße Hai so ziemlich die einzige Haispezies war, die nicht in Gefangenschaft überleben konnte. Sie brauchten ihre Freiheit. Ich habe versucht, die Verwaltung des Aquariums davon zu überzeugen, Willi freizulassen, aber das wollten sie nicht. Ich konnte Willi nicht sterben sehen und so entschied ich mich dazu, den Babyhai freizulassen. Eines Abends, als das Aquarium geschlossen war, blieb ich drin. Als alle gegangen waren, legte ich Willi in einen speziellen Fischbehälter und brachte diesen mit mir aus dem Aquarium. Ich musste ihn so schnell wie möglich zur Küste bringen, also habe ich mich beeilt. Der Hai hat aufgehört herumzuplanschen und ich dachte schon, es sei zu spät. Doch als ich ihn schließlich im Wasser der Küste freigelassen habe, wurde er wieder lebendig und planschte im Wasser. Er sah so glücklich darüber aus, plötzlich wieder frei zu sein und ich war noch viel glücklicher. Willi winkte mir mit seiner Flosse zu und schwamm davon. Ich war sehr glücklich darüber, dass ich jemandes Leben gerettet hatte. Doch am nächsten Tag hatte ich ein ernsthaftes Gespräch mit dem Leiter des Aquariums. Nachdem der weiße Hai verschwunden war, wollte das Aquariumpersonal herausfinden, was geschehen war und sah sich die Aufnahmen der Sicherheitskameras an. Natürlich hatten sie sofort herausgefunden, wer den Hai gestohlen hat. Der Leiter schimpfte lange mit mir und verlangte, dass Willi zurückgebracht wurde. Doch ich sagte, selbst wenn ich Willi zurückbringen könnte, würde ich das nicht tun. Wilde Tiere sollten in ihrem natürlichen Lebensraum leben. Und das Aquarium war nur ein Gefängnis, das sie langsam umbrachte. Der Leiter wurde wütend und hat mich gefeuert. So habe ich meinen Teilzeitjob verloren. Ich war stolz, dass ich einen guten Tag vollbracht hatte, aber ich war trotzdem ein bisschen traurig darüber, dass ich den Tieren im Aquarium nicht mehr helfen konnte. Menschen waren manchmal echt grausam. Ich saß zu Hause, war aufgebracht und blätterte in einem Buch über Meereslebewesen. Eines Tages kam ich mein Freund Dan besuchen und sagte, ich solle mal eine Pause machen und die negativen Gedanken loswerden. Also lieh er ein Boot und schlug vor, dass ich einen kleinen Ausflug machte, weit auf den Ozean hinaus. Ich mochte die Idee. Ich lächelte und fragte Dan, hast du denn keine Angst vor dem Ungeheuer aus der Legende? Dann rollte er mit den Augen und antwortete selbstgefällig. Du meinst das Seeungeheuer? Ernsthaft? Wenn das auftaucht, zeige ich ihm, wer der Boss ist. Ich lachte und stimmte zu, am nächsten Tag segeln zu gehen. Also stiegen wir auf Dans Boot und fuhren raus aufs Meer. Ich genoss die frische Meeresbrise auf meinem Gesicht. Das Boot bewegte sich sanft von Welle zu Welle und das beruhigte mich. Wir verließen die Bucht und segelten weit raus hinter die Fahrrinne. Als die Bucht am Horizont verschwunden war, das Boot begann zu treiben. Ich bewunderte das endlose blaue Wasser um mich herum und beneidete diesen Ort etwas um seine Freiheit. Da gab es keine Sorgen, kein Aquariumsleiter, kein bedeutungsloses Leben in unserer Stadt. Ich konnte einfach auf dem Deck liegen und weit in die Ferne blicken. Ich lag neben Dan.
Plötzlich traf etwas unser Boot. Das Boot wurde so stark erschüttert, dass Dan und ich über Bord geworfen wurden. Ich schwamm an die Oberfläche und fragte Dan, was war das? Da sahen wir einen großen Schatten unter uns. Es war definitiv kein Fisch. Wir sahen ein paar Lichter und dann verschwand es in den Tiefen des Meeres. Und dann drehte mein Freund völlig durch. Er begann zu schreien, was war das? Es ist ein Ungeheuer! Hilfe! Dan schwamm schnell zu unserem Boot, das nicht umgekippt war. Ich eilte ihm nach, doch die Strömung zog mich immer weiter davon weg. Ich schrie um Dans Hilfe, doch er hörte mich nicht. Mein Freund kletterte auf das Boot, begann schnell damit wegzufahren. Ich rief nach ihm, doch Dan schien mich nicht zu hören. Was war hier los? Hatte mein Freund mich zurückgelassen? Ich versuchte, mich selbst über Wasser zu halten, als ich mit Furcht zusah, wie das Boot in die Ferne verschwand. Ich war ganz allein, mitten im Meer. Ich konnte nicht glauben, dass Dan mir das antun würde. Was für ein Feigling! Er hatte solche Angst vor dem dunklen Schatten in den Tiefen, dass er meine Existenz völlig vergessen hatte. Doch was war das bloß gewesen? Was hätte das Boot fast zum Kentern gebracht? Und wo war es verschwunden? Ich spähte ins Meer, konnte aber nichts sehen. Eine Stunde verging, so vielleicht zwei. Ich hatte das Gefühl für Zeit verloren. Nichts war passiert. Niemand kam mir zu Hilfe. Ich wusste nicht einmal, in welche Richtung ich schwimmen sollte. Nirgendwo sah ich Land. In der Zwischenzeit wurde es immer kälter. Ich konnte mich kaum über Wasser halten und fühlte meine Ausdauer schwinden. Ich hatte solche Angst. Ich erkannte, dass ich in einer aussichtslosen Situation steckte. Plötzlich sah ich eine einsame Boje. Mit letzter Kraft schwamm ich zu ihr hin. Ich hing mich an sie und verlor das Bewusstsein. Ich erinnerte mich nicht, wie lange ich bewusstlos war. Ich kam in einen kleinen Raum wieder zu mir. Ich lag in einem schmalen Bett. Da waren Werkzeuge und Meeresgrafen um mich herum. Wo war ich? Ich stand auf und sah aus einem kleinen Fenster. Was? Unglaublich! Ich hatte absolut nicht erwartet, so etwas zu sehen. Aus dem Fenster sah ich den Meeresgrund. Seltsame Fische schwammen herum und gigantische Algen wogen im Wasser, nur einen Arm von mir entfernt. Ich hatte nicht einmal die Zeit, überrascht zu sein, bevor ein Mann in das Zimmer kam. Er sagte, sein Name sei Bill Sisu und er fragte mich, wie es mir ging. Ich antwortete, dass es mir nicht gut ging und fragte, wo ich war. Mr. Sisu antwortete, dass ich in einer bewohnten Unterwasserstation namens Aquarius war. Er erzählte mir, was geschehen war. Es stellte sich heraus, dass die Boje, an der ich das Bewusstsein verloren hatte, tatsächlich meteorologische Ausrüstung war, die ein Signal an die Station übersendet hatte. So wurde ich gerettet. Und der dunkle Schatten, den Dan und ich in der Tiefe gesehen hatten, war ein kleines U-Boot, das Essen an die Station geliefert hatte. Als es zur Wasseroberfläche aufstieg, war es versehentlich mit unserem Boot kollidiert, weil der Captain nicht erwartet hatte, dort auf jemanden zu treffen. Das war also passiert. Das war das Ungeheuer, von dem Dan solche Angst bekommen hatte. Ich fand es so lustig, wie dumm und verdächtig er sich benommen hatte. Mr. Sisu gab mir eine Führung durch die Station. Sie gehörte der amerikanischen National Oceanic Administration und die Wissenschaftler dort studierten die Meeresfauna und Umweltprobleme. Das war das, was ich wirklich tun wollte. Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum studieren. Am Abend sah ich mir die Nachrichten in der Stadt an. Mein Freund erzählte allen davon, wie er etwas Riesiges gesehen hatte, als wir auf dem Boot waren. Es war ein der Wissenschaft unbekanntes Ungeheuer, sagte er. Dan erzählte dem Berichterstattern, dass er vergeblich versucht hatte, mich zu retten. Die Behörden unserer Stadt erklärten mich für vermisst. Ich lachte. Was für ein feiger Lügner mein Freund doch war. Und wie naiv die Bewohner meiner Stadt waren. Ich wollte nicht mehr dorthin zurückgehen. Ich wollte auf der Station bleiben und mit echten Wissenschaftlern zusammenarbeiten, die meine Interessen teilten. Aber ich war bloß eine gewöhnliche Studentin an einer Fachhochschule und hatte Angst, dass man mich auslachen würde. Doch am nächsten Tag passierte etwas. Ich wachte auf und bemerkte Unruhe in der Station. Mr. Sisu sagte, dass es ein dringendes Problem gab, um das sie sich kümmern mussten. Ein weißer Hai hing in einem der Netze in der Nähe fest. Er musste gerettet werden. Ich bat ihn, mich mitzunehmen und zu meiner Überraschung sagte Bill ja. Wir schwammen zu den Netzen und ich sah einen wunderschönen weißen Hai, der mit dem Netz kämpfte. Er zeigte seine Zähne und würde niemanden an sich herankommen lassen. Ja, es war wirklich gefährlich und keiner der Wissenschaftler traute sich, an den Hai heranzuschwimmen. Doch etwas an dem Hai verunsicherte mich. Ich sah ihn mir näher an und erkannte ihn. Es war Willy, den ich vor noch nicht allzu langer Zeit gerettet hatte. Du hast dich schon wieder in einem Netz verfangen, Dummkopf, dachte ich und schwamm mutig auf den Hai zu. Die Wissenschaftler, die mich anstarrten, trauten ihren Augen nicht.
Willi erkannte mich und wackelte fröhlich mit der Schwanzflosse. Ich entfernte vorsichtig das Netz und er begann, um mich herumzuschwimmen. Er wollte spielen. Wie kann irgendwer behaupten, dass Tiere keine Gefühle haben und anhänglich sein können? Ich bewies, dass das nicht stimmte. Als wir zur Station zurückkamen, war die ganze Aufmerksamkeit sofort auf mich gerichtet. Wissenschaftler fragten mich, wie ich es geschafft hatte, das gefährlichste Raubtier der Meere zu zähmen. Und ich erzählte ihnen meine Geschichte. Und dann bat mich Mr. Sisu, Teil ihres Teams zu werden. Er war so beeindruckt von meiner Liebe für Tiere, dass er erkannte, wie sehr sie einen Mitarbeiter wie mich brauchten. Da war nichts, was an Land auf mich wartete. Und so nahm ich das Angebot gerne an. Das ist meine Geschichte. Teilt sie, sodass jeder weiß, dass es mir gut geht. Ich werde nicht zurückkommen. Ich habe meinen Platz in dieser Welt bei Freunden auf dem Meeresgrund gefunden.